gesagt, dass du Auto fährst jetzt. Mhm. Wie wichtig und wie stark ist für dich Autofahren für die Integration? Das war sehr wichtig, ja. Also das habe ich gebraucht, einfach auch, um noch die restliche Freiheit zu bekommen, ja. Also dass du überhaupt rausgehst und dich kannst zeigen. Mhm. Jetzt so im Nachhinein, wie siehst du deine Integration so? Ja, gut soweit. Ich habe natürlich alles immer eben mitgemacht. Und wieso? Also, weil es einfach klar war, auch von dir und von der Familie, hey, ziehen wir jetzt mit, weil ich mache da vielleicht eine weitere Klammer auf. Das wünschen sich auch viele Kantone und auch viele Organisationen, eigentlich das Modell von dir. Mhm. Aber weil du bist ja, würde ich jetzt sagen, mal in meinem engeren Freundeskreis der Einzige, der so integriert ist. Warum hat es bei dir funktioniert? Weil meine Mutter einfach natürlich nicht aufgegeben hat. Also ich meine, als Kind wäre ich ja nicht so für mich eingestanden. Das ist ja nicht einmal negativ gemeint. Aber dort hat es einfach die Mutter gebraucht, die gesagt hat, nein, der geht normal in die Schule und das klappt auch. Da ist keine Frage, wieso es nicht zurückgeht. Und jetzt so ausgangsmässig wünschst du dir mehr, dass vom Staat auch noch ein bisschen erleichtern, die Integration? Eben, oder wie sieht für dich Ausgang aus? Ja, Ausgang. Ja, natürlich musst du schauen, wo du hingehst. Oder? Ist natürlich die Frage, hat es ein WC oder können wir überhaupt ein WC? Manchmal ist es natürlich, wenn es dann irgendwie ein Stockwerk weiter unten ist und jetzt keinen Lift hat, dann kann auch ich nicht auf das WC gehen. Oder? Das ist einfach. Tatsache, ja. Wenn es irgendwie geht, eben ich, wenn ich reinkomme, ist bei mir schon vieles dient. Jetzt bei mir, ja. In meinem Fall. Aber ich weiss, das trifft nicht auf viele nicht zu. Oder? Darum ist es vielleicht ein bisschen besser. Ich bin jetzt aber trotz all dem, ich bin einfach nicht so der Ausgänger. Wo jetzt da voll immer geht. Wo, aber natürlich gehe ich gerne auch mal fort, nicht wegen dem. Ja. Und warum hast du, also meine Frage, es ist jetzt halt sehr objektive Meinung, die ich vielleicht wissen. Warum gibt es nicht so viele wie dich? Hast du dir noch Gedanken gemacht? Oder wie siehst du die ganze Behindertenbewegung oder so? Oder befasst du dich damit? An was hapert es? Oder was würdest du an der Gesellschaft sagen? Ja, entscheidend ist doch einfach, also du spielst jetzt nur mal auf das Thema Sonderschulen auch indirekt an. Ja, also ich sage jetzt einfach, ich würde gerne vielleicht von dir wissen, vielleicht hast du dich auch mit dem befasst. Mhm. Warum? Weil alle wollen ja eigentlich, dass es so einen Prototyp gibt wie dich. Mhm. Sag jetzt mal überspitzt. Ja, okay. Warum gibt es nicht? Warum gibt es nicht? Ja, weil man es wahrscheinlich einfach gar nicht probiert. Das ist die einfachste Antwort. Und warum probiert man es nicht? Weil man einfach das Gefühl hat, ja, es ist der einfachere Weg, oder? Man muss halt natürlich etwas riskieren und vielleicht auch dann ein bisschen Rücksicht nehmen. Und natürlich braucht vielleicht halt mal, wenn du einen Rollstuhlfahrer hast, braucht der mal ein bisschen mehr, jetzt nicht negativ gemeint, aber mehr, halt, man muss mal etwas schauen, oder? Geht das auch? Oder überlegen, wenn du auf die Schulreise gehst, ja, kann er dann dort auch mitkommen? Das ist vielleicht eine andere Planung, eine andere Denkweise, die da natürlich kommt, oder? Vielleicht ein bisschen mit mehr Aufwand verbunden, das ist mir schon klar, aber ja. Also, es gibt ja, es gibt ja jetzt seit den 2000er wirklich die Integration für Schulen. Hast du dich damit auch befasst, von diesem Modell? Also das hat halt die Sonderpädagogen in die Schule. Ja, also das finde ich keine gute Idee. Wenn du dann Behinderte hast und denen höchstens noch einen speziellen Pädagogen nehmen, dann das kann nicht funktionieren. Das glaube ich nicht. Weil dann hast du immer das Zeug, das stört ja den Unterricht. Weil dann muss ich dann immer den separat, die muss ich dann auch noch etwas erklären, dann sind die anderen Kinder gestört, das halte ich für keine gute Idee. Entweder komplett normal, einfach rein. Das braucht es nicht, es braucht keine
Aber das ist dann schon wieder so etwas, was ich nicht verstehe. Nein, das ist für mich so ein Geflicken, das nichts bringt. Also einfach machen, normal. Außer das Problem ist natürlich schwierig, wenn du jetzt wirklich sagst, es ist jetzt nicht böse gemeint, wenn es vom Kopf her von der Geschwindigkeit nicht langt. Dann wird es ja sowieso schwierig, oder? Dann ist es für das Kind eh nicht angenehm. Aber dann muss man es vielleicht in den Weg ziehen. Aber wenn ja jemand im Kopf geistig da ist, ist es kein Problem. Und dann muss man ja auch nicht irgendwie etwas zusammenschustern und mit dem Gefühl, oder du musst einen Pädagogen nebenan separat, das stört ja die anderen dann, oder? Also das glaube ich nicht, dass das eine gute Idee ist. Und wenn du jetzt noch etwas dürftest wünschen, wo vielleicht Bild würde ändern von Beeinträchtigten, weil du bist im Alltag und mit was wirst du denn konfrontiert oder so, also, was merkst du, dass du ein bisschen anders bist als die anderen von der Gesellschaft? Gibt es etwas? Wenn das könntest du ändern, würdest du dich noch wohler fühlen? Ja, also was ich einfach glaube, es ist nicht nur immer Gesellschaft, die sich ändern muss, um dass etwas besser wird. Ich glaube, da muss einfach auch ganz ehrlich gesagt der Behinderte selber genug Selbstbewusstsein an den Tag legen, um wirklich integriert zu werden. Also auch der Mut und auch die Pflicht, so verstehe ich dich, sich eine Welle in die Gesellschaft hineinzudenken. Und nicht, wenn es mal hart wird, den Behinderten Bummel spielen und sagen, ich bin halt behindert. Nein. Sondern halt auch wirklich für sich Verantwortung übernehmen, Verantwortung und mutig sein, habe ich mit diesen zwei Adjektiven die Diskussion so unter dem Aspekt abfließen. Oder willst du noch etwas sagen? Ich muss schnell überlegen. Also, ich weiss nicht, was ich jetzt gar nicht zur Sprache gebracht habe. Also, neben dem, dass ich ein KV mache, mache ich ja noch eine Weiterbildung. Ah, okay. Und, also Weiterbildung, ich hole die Erwachsenenmatura nachher in Luzern, also mehr für mich. Mit was für Plan? Ja, es gibt Pläne, aber zuerst muss ich die Matura bestehen. Das, eins nach dem anderen, ich bin da schön Schrittchen für Schrittchen, das weisst ja du, nicht wahr? Ich muss mal alles, eins nach dem anderen. Aber ich habe so Pläne, aber ich tue jetzt da nichts fest. Und was man jetzt aus dem heraus natürlich noch, wieso, dass es sich halt schon lohnt, normal in die Schule zu gehen. Okay. Und überhaupt die normale Schule zu machen, muss man natürlich schon sagen, dass, ja, das Problem von so einer Schule ist, dass sie einfach kein Notensystem haben. Ja, das gebe ich dir recht. Wo eine Integration im Arbeitsalltag, jetzt, spezifisch, wenn man auf das hinweisen will, ja. Einfach extrem, also eigentlich unmöglich macht, einfach gerade einsteigen. Du hast ja kein Zeugnis, das du vorlegen kannst. Jetzt in deinem Fall, oder ich ja schon. Und dann kann ich eigentlich auch normal auf die Stellensuche gehen. Aber das, und das finde ich eben auch, da verbrauchst du eigentlich auch alles. Also da kann ja keine normale Integration gerade aus dieser Sicht stattfinden, weil... Ja. Also hat man dich an den Noten eingestellt und jetzt nicht... Ja, und das bin ich überzogen. Und das muss man einfach... Das habe ich noch wollen, weil ich es vorher vergessen habe zu sagen, oder das ist mir jetzt nur in den Sinn gekommen, jetzt die zwei Sachen mit der Weiterbildung, und das wollte ich noch wollen sagen. Und mir ist noch eine persönliche Frage sehr wichtig. Ja. Warum hast du eigentlich für das Projekt da so zugesagt? Ja, weil ich es cool finde. Es ist eine coole Sache. Etwas probieren, das sensibilisieren in diesem Bereich. Ja, weil es braucht es. Es ist sicher noch nicht alles gut und man kann noch viel rausholen. Und jetzt machen wir ja das schon ein Jahr. Ja. Was siehst du? Also, wie findest du, wird es wahrgenommen? Oder wie findest du ganz allgemein den Kanal oder so? Ja, ich muss natürlich sagen, wir haben es natürlich auch nach einem Jahr immer ein Jahr umgemodelt. Nun, weil vorher war das Thema Beeinträchtigung eigentlich gar nicht Inhalt gewesen, sondern mehr nur Filmreviews und so. Die kommen ja jetzt auch noch ab und zu. Ja. Und ich denke, dass das ist das beliebtere Thema im grossen Ganzen, weil es auch so nicht gibt auf YouTube. Ja. Aber ist natürlich auch da, man muss... Das Problem ist, kommst du in den Fokus, oder? Dass die Leute, wenn es mal viral geht, dann ist es noch schnell gehypt, oder?
Moment ist vielleicht das noch, aber ja. Ja, man ist schon ein bisschen an der Schwelle. Jetzt so, wenn jetzt jemand das sieht, das Interview, das auch jetzt vielleicht in die Schuhe geht und so, was hast du denn für einen Tipp, der beeinträchtigt ist? Oder auch die Familie? Ja, einfach machen lassen, weil es bringt es allen. Den anderen Schülern bringt es, weil sie einfach den Umgang ganz natürlich lernen. Und dir selber bringt es auch, weil du hast es noch viel einfacher. Du bist schon mit dem in Kontakt, du fühlst dich nicht irgendwie komisch oder als etwas Außerartiges, eine Art. Du bist drin, ganz normal, und die Leute nehmen dich auch auf. Das ist ja nicht das Problem. Ja, jetzt ist aber auch noch wichtig, die Frage muss ich jetzt noch stellen. Ja, mach das. Sonderschulen. Ja. Nicht einfach generell verbieten, sondern wirklich zuerst probieren zu integrieren und dann schauen, nachher machen, oder? Ja, aber es ist natürlich schon, mir ist das alles sehr klar, es gibt einfach Behinderungen, sind so unterschiedlich wie mir gefällt gerade nicht gut sein. Wie Menschen halt. Ja, wie Menschen halt auch sind, ja, vielleicht ist das am besten ausgedrückt, ja. Also da ist wirklich keine zwei Behinderungen sind gleich und da muss man einfach ganz klar... Aber ich denke vor allem, gerade wenn es im Kopf alles... Also weißt du, wenn das Denken vom Kognitiven stimmt. Und das andere, wenn jetzt auch einmal einer ein bisschen mit der Hand nicht gleich filigran ist oder schnell oder so, das sollte sicher kein Problem mehr sein heute. Es das ist ja ein Ja, ganz genau. Also das kann man umgehen. Aber gerade dieses ist keine Ausrede. Und dann einfach am besten normal rein und fertig. Weil dann jetzt ist es am einfachsten noch. Und dann wie du sagst, dann funktioniert es mit der Integration. Du kannst nämlich alles machen, hast kein Problem. Ja, und auch Gemeinden und alle müssten auch Wellen halt auch. Ja, richtig, weil im Grunde hätten sie ja bei mir zuerst auch Wellen abwimmeln. Ja. Aber meine Mutter ist halt einfach Kavallerie gewesen und hat gesagt, das wird jetzt gemacht. Ja, und dann haben dabei alle am gleichen Strich. Ja, echt gezogen, ja, natürlich. Dann haben sie auch, um wirklich mit der Woche zu machen, kein Sonderrecht bekommen. Nein, habe ich dann natürlich auch nicht. Da bin ich einfach. Und das ist halt so das Wichtigste. Und das ja, aber du wirst einfach normal behandelt, dann ist es gut, oder? Mal, also mehr will man eigentlich auch nicht. Also, so normal wie es geht, natürlich habe ich auch gesagt, es gibt Sachen, dann kannst du nicht alles genau gleich machen. Das ist logisch, weil der Rollstuhl, ja, lässt es ja manchmal nicht zu. Aber einfach sonst normal behandeln, dort wo man es kann, nicht? Und Selbstbewusstsein stärken. Selbstbewusstsein stärken für jeden Einzelnen, weil da muss glaube jeder von sich selber an der Nase nehmen. Ja. Gerade wenn du mal genug alt bist. Eben, als Kind brauchst du vielleicht einfach Eltern oder so, die dann halt für dich einstehen und sagen, es wird jetzt gemacht. Oder? Ja. Weil du bist noch nicht als Kind in dieser Lage, dich selber so zu verteidigen. Nein. Dann wirst du rumgeschubst. Das ist ganz... Also würdest du, ist ganz klar. Aber als Erwachsener bist du nachher für dich verantwortlich. Und dann musst einfach du da im Kopf das anbringen und sagen, ich bin nicht irgendwie... Es fällt mir auch nicht immer gleich leicht, das habe ich vorher kurz angesprochen, aber ja. Mal, ich glaube, da haben sie ganz viele neue Ideen und Ansätze. Also ich danke für das Interview. Ja, bitte. Und ich würde jetzt mal sagen, wie viel Frieden und Umarmung drinnen. Danke vielmals. Ja, bitte, ist schon gut.